Mikrofone können schon süchtig machen, oder? Also zumindest mich, denn wie bei verschiedenen Gitarrenmodellen und deren unterschiedlichen Sounds wie Tele, Strat oder auch Paula, braucht man ja für jede Aufnahme auch irgendwie einen ausgewiesenen Spezialisten. Hier zum Beispiel U87 für Vocals, SM57 und MD421 für den Marshall, RE20 für Bläser oder den Bassamp und natürlich SM7B für den Podcast. Und für ein Klavier? Für Drum-Overheads? Für ein Orchester oder hier meine Akustikgitarre? Experten unter euch sagen natürlich sofort, ja klar, Kleinmembraner. Aber welchen Kleinmembraner? Und gilt hier auch, je teurer, desto besser? Das klären wir am besten mal direkt hier in diesem Video mit diesen beiden Kandidaten hier. Jetzt in deinem Recording-Blog. Wenn es um Mikrofone für die bestmögliche Aufnahme geht, dann schwärmen Mucker wie du und wie ich natürlich, egal ob Profi oder Einsteiger, erstmal von den Klassikern. Neumann U47, U87, AKG C12 oder noch besser von Sony das C800G gebraucht schon ab. Sag mal, 14.000 Euro zu haben, ein echter Schnapper, wenn du mich fragst. Aber wenn es um möglichst gute Aufnahmen von Instrumenten geht, also Klavier, Streicher, Drums oder auch hier meine heißgeliebte Martin hier hinten, dann greift man in der Regel weder zum Großmembraner noch zum dynamischen Klassiker wie dem SM57, sondern zum Kleinmembrankondensator, weil der dafür einfach das bessere Mikrofon ist. Also zumindest, wenn man den Sound möglichst unverfälscht aufnehmen will. Wenn du also möglichst schmeichelhaften Vocal Sound aufnehmen willst, dann greifst du einfach zum Großmembraner. Willst du aber akustische Instrumente möglichst detailgetreu aufnehmen, ist der Kleinmembraner hier nicht nur klanglich die bessere Wahl, er ist auch bei der Größe deutlich leichter vorm Instrument zu positionieren als diese Riesenkanne hier. Natürlich gibt es wie bei allem auf dieser Welt auch bei Kleinmembranern von 2- bis 4-stelligen Kaufpreisen alles, was der Markt so hergibt, beziehungsweise alles, was dein Portemonnaie dir so erlaubt. Umso mehr habe ich mich natürlich gefreut, dass mir der dänische Mikrofonhersteller DPA hier gut im Bild zu sehen, von dem ich mir vor vielen Jahren schon hier mein Headset gekauft habe, weil ich so begeistert davon war, nun seinen Kleinmembraner, das DPA 2012, als Stereopart zum Ausprobieren zugeschickt hat. Ich sage aber ausdrücklich zum Ausprobieren und nicht zum Testen, denn fürs Testen technischer Details wie zum Beispiel Frequenzverlauf, Rauschabstand und so weiter, da fehlen mir einfach sowohl die Mittel als auch die Qualifikation. Bei mir geht es immer nur nach Geschmack und Sound und nicht nach dem Datenblatt oder sonstigem Tüdelüt. Fürs Testen gibt es sowieso viel talentiertere YouTuber wie zum Beispiel Julian Krause. Kleiner Disclaimer vorneweg, DPA unterstützt dieses Video, hat aber natürlich keinerlei Einfluss auf das, was ich dir jetzt gleich erzähle und die haben das Video natürlich vor der Veröffentlichung auch nicht gesehen. Nichtsdestotrotz, danke an DPA für eure Unterstützung, denn nur so können wir jetzt herausfinden, was es mit den DPA 2012 so auf sich hat und das im direkten Vergleich mit einem deutlich günstigeren Klassiker. Ich besitze nämlich schon seit vielen Jahren das wohl meistverkaufte Modell unter den Kleinmembranern, das Rode NT5 in einem sogenannten Matched Pair, also die beiden sind anscheinend handverlesen und sollen so laut Rode möglichst ähnlich oder sogar gleich klingen. Interessanterweise wird das bei Rode als besonderes Merkmal hervorgehoben, bei DPA aber nicht. Ich schätze mal, weil die eh davon ausgehen, dass die Fertigungstoleranzen bei ihnen so gering sind, dass alle Mikros derselben Baureihe auch möglichst gleich klingen. Und ehrlich gesagt, bei einem Kaufpreis von knapp 1300 Euro für das Paar oder 700 Euro einzeln, kann man das auch erwarten, oder? Nebenbei bemerkt, das Paar NT5 kostet etwas mehr als 300 Euro und laut Gravur in den Mikrofonen wurden meine in Australien hergestellt, wie bei Rode wohl üblich. Die DPA kommen natürlich aus Dänemark. Bei DPA gibt es dann, wie bei DPA üblich, so ein kleines schickes Case dazu, in das alles schön reinpasst, ohne jetzt zu dick beim Transportvolumen aufzutragen. Aber schauen wir doch mal rein, Reißverschluss auf und gucken mal hier in die Verpackung rein. Da ist erstmal so ein Schaumstoff hier drin, in dem alles richtig schön fest drin sitzt. Also da fällt auch nichts raus, wenn ich es mal nach unten drehe. Das heißt, die Mikrofone sind hier gut verstaut, auch wenn es mal ein bisschen rumpelt beim Transport. Dann haben wir hier noch zweimal einen Windschutz, Popschutz, ein Windschutz würde ich sagen. Und wir haben hier vor allem die Mikrofonklemmen, die sehr interessant sind, denn diese Mikrofonklemmen sind fast unsichtbar, wenn man das sagen möchte. Man kann die Mikrofone einfach, schraubt hier ein bisschen vorne auf hier, gibt es so ein Gewinde, dann schiebt man es rein und dann ist das Mikrofon hier sofort fest verriegelt, kann nicht rausfallen und macht vorm Instrument wirklich einen schlanken Fuß. Da kann man nicht drüber meckern irgendwie, das sieht nahezu, das sieht man quasi gar nicht, deswegen wird es wahrscheinlich auch gerne in der Klassik benutzt, nicht nur wegen dem Sound, sondern auch, weil es so klein ist und sich fast versendet im Bild. Aber Ausstattung und Verarbeitungsqualität sind natürlich nur das eine. Wichtig ist vor allem ja, wie klingen denn die Mikrofone eigentlich? Und dazu habe ich mich einfach mal mit beiden Mikrofonen vor meine Martin gesetzt, da diese beiden dann möglichst nah beieinander aufgestellt. Du siehst, dass ich sie hier mit Gummis aneinander gekettet habe und habe dann damit Folgendes aufgenommen.
Wunderbar. Falls du dir die Aufnahme übrigens auch nochmal bei dir in Ruhe zu Hause anhören möchtest, dann findest du hier unter dem Video in der Beschreibung direkt noch einen Link, unter dem du dir dann die unbearbeiteten Spuren nochmal herunterladen kannst. Schreib mir mal gerne dann deinen persönlichen Klangeindruck unter das Video und ich bin gespannt, wer dein Gewinner ist. Wir hören jetzt aber erstmal richtig AB und ich habe im Vorfeld dafür gesorgt, dass beide Aufnahmen natürlich weitgehend gleich laut sind, sodass uns der unterschiedliche Pegel zumindest nicht beim Geschmack beeinflusst. Hören wir mal rein. Also wir starten von vorne. Zunächst das DPA und dann das Rode NT5-Pärchen. Also grundsätzlich schon mal sehr unterschiedlich. Das NT5 ist deutlich präsenter in den Höhen, etwas härter, wenn du mich fragst. Dagegen die DPA 2012 klingen ein bisschen weicher, ausgeglichener, runder, wärmer unten drunter. Und wir haben sie ja beide im gleichen Abstand auch zum Instrument gehabt. Also von daher muss man ja schon sagen, die Unterschiede sind schon deutlich auf jeden Fall zu hören. Jetzt klingen die beiden so unterschiedlich, aber man kann eventuell ja mit einem Match-EQ dafür sorgen, dass die NT5 quasi genauso klingen wie die DPA. So können wir mal ausprobieren. Dazu lade ich hier einfach mal einen Match-EQ rein. Mit der neuen Suchfunktion geht das ganz einfach hier in Logic. Die ist nämlich seit Version 11 dabei. Lade den Match-EQ mal rein. Und zu dem Thema habe ich schon mal ein Video gemacht, kann ich dir am Schluss nochmal verlinken. Aber wir haben jetzt hier den Match-EQ vorliegen. Mit dem kann man im Kern dafür sorgen, dass man die Klangcharakteristik von einem Sound auf den anderen quasi per Equalizer-Anpassung ausgleichen kann, sodass beide ähnlich klingen oder vielleicht sogar gleich. Gucken wir mal. Also wir haben hier Current, das ist das Signal von den NT5. Und wir haben die Referenz, die wir jetzt noch reinladen müssen. Die Referenz wird hier über die Sidechain reingeladen und dann nehmen wir als Eingang einfach mal den Bus von den 2012 und müssen jetzt eigentlich nur laufen lassen. Zunächst sage ich ihm mal, dass er hier lernen soll vom aktuellen Sound. Das soll soweit reichen. Jetzt müssen wir noch lernen von der Referenz. Die nehmen wir mal dazu. Mal gucken, ob er die direkt dabei hat. Und zum Abschluss müssen wir das Ganze dann hier noch einmal matchen. Und du siehst schon, dass die unterschiedliche Kurve, die hier gefahren wird, im unteren Bereich wird es ein bisschen wärmer gemacht. Das sind im Prinzip auch die Unterschiede, die wir gehört haben, ne, im Vergleich. Also beim NT5 wird jetzt im unteren Bereich angehoben durch den Match-EQ, hier im Mittenbereich abgesenkt und im oberen Bereich noch ein bisschen hier was dazugegeben. Aber wenn das Match jetzt an ist, können wir ja eigentlich nochmal AB hören und gucken, ob da der Unterschied immer noch so groß ist zwischen den beiden, dass er zumindest im Pärchen 1.000 € Unterschied rechtfertigen würde. Deswegen hören wir nochmal rein. Jetzt mit Match-EQ, wie unterschiedlich ist denn der Sound eigentlich noch? Habe ich doch ein bisschen länger hören müssen, weil die Unterschiede sich durch den Match-EQ doch einigermaßen ausnivellieren. Aber ich habe den Eindruck, dass die DPA 2012 doch insgesamt noch ein kleines bisschen harmonischer und gleichmäßiger klingt. Und natürlich hat man dann später auch eine größere Spielwiese nochmal mit diesen Mikrofonen. Aber die NT5 schlagen sich mit dem Match-EQ gar nicht mal so schlecht. Man kann also das, was mir persönlich an Härte aufgefallen ist im Sound, das kann man auch ein bisschen rausdrehen mit einem Equalizer. Mein Favorit wäre trotzdem das 2012, auch weil es so schön klein ist und so weiter. Aber
Ob man dafür 1000 Euro mehr fürs Pärchen ausgeben muss, das muss wohl jeder für sich selber entscheiden. Der Magic Q ist schon ein feines Werkzeug. Und wenn du jetzt noch wissen willst, wie du damit auch generell die Soundqualität von deinen Mixen überprüfen und ganz einfach danach auch verbessern kannst, dann schau als nächstes in dieses Video. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage. Mach's gut und Yassou.